Ja, guten Morgen, liebe Leute. Es ist Samstag. Ihr habt alle frei. Ich gehe gleich in der Hand, ich nicht. Also ich weiß natürlich nicht, ob ihr alle frei habt. Ich habe auf alle Fälle Halsschmerzen. Mama, wir unten. Vielleicht hört man es an meiner Stimme. Ja, das tut man. Muss mal kurz hier schieben. Und ich schätze mal, morgen kann ich nicht mehr reden. Oder am Montag habe ich Husten, Dienstag, irgendwie so. Da werde ich sehr wenig sagen. Und das sage ich nur jetzt. Solange du noch sprechen kannst. Solange ich noch sprechen kann. Dann irgendwann verstumme ich. Nicht sauer sein, das sind dann die Silent Vlogs. Eine neue Serie Silent Vlogs. Für alles gibt es Worte, die man geschickt aneinander formuliert und damit den Leuten suggeriert, dass es gewollt ist. Wir essen jetzt Frühstück. Was man so als Mensch am Futtern ist, ist wirklich unglaublich. Die ganze Zeit... Nutella! Die ganze Zeit stopft man irgendeinen Quatsch in sich rein. Halt gut fest. Und ist nur hinterher, Essen zu organisieren, Essen zu gehen, Essen, Essen, Essen hier, Essen da, Essen auszuscheiden. Ist nur mit dem Essen beschäftigt. Hast du hingestellt? Guten Morgen. Am frühen Morgen gleich ein Rad verkauft, ist natürlich toll. Das ist toll, das ist fantastisch, da freue ich mich sehr. Dritte Rad, was ich verkaufe dieses Jahr. Soll das nicht? Dann mal das Einzahlen gehen. Ist mir mal sicherer, dass das alle bezahlt ist. Ja, aber dann ist man halt weg. Kostet alles. Kinder kosten unglaublich. Fahrräder. Bei dem vorliegenden Exemplar handelt es sich um einen Ankauf. Runtergerockt. Sprich, nicht fahrbereit im Moment. Er meint, die Hinterradnarbe ist kaputt. Und ich weiß ja nicht, wie oft wir das jetzt schon hatten, die letzten Tage, aber es häuft sich ganz schön mit diesen Hinterradnarben, die sich irgendwie auseinanderdrehen, warum auch immer, wieso auch immer. Auch hier wieder, ich baue es einfach aus und zeige euch mal, ob man das mit Einstellen einfach nur hinbekommt. Oder schauen wir mal gemeinsam, ob wir das einfach nur mit Einstellen hinbekommen und dann würde ich das Rad eben günstig weiterverkaufen, einfach weg. Mitkommen. Mikro. Das weg. Hier kommt uns schon die Abdeckscheibe entgegengepollert. Und hier ist das Lager desolat. Dezent desolat. Ja, dann schauen wir mal, ob und wie wir das gerichtet bekommen. Ich weiß ja auch immer ja nicht, ob das für euch überhaupt interessant ist. Das ist eine Velo-Stil-Narbe. Läuft die Kamera noch? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, mal bei dieser scheiß Kamera. Also die Kamera ist ja neu, die ist jetzt einen Monat alt vielleicht. Aber diese Dings hier, diese Speicherkarte, das ist halt eine meiner ersten Speicherkarten. Und die macht schlapp ab und zu, zwischendurch stürzt sie halt einfach ab. SD-Card Error. Und dann macht man sie aus und an und wieder neu und dann läuft sie auch weiter und man läuft sie manchmal auch durch. Die neuen Speicherkarten, die ich geholt habe, die funktionieren gar nicht. Also da brauche ich gar nicht mitmachen, da brauche ich gar nicht ankommen. So, das ist so unpräzise gearbeitet, man merkt das schon. Das macht keinen Spaß. Das. Bremsanker runter, Abdeckkappe runter. Auseinander. Und Kundschaft. Ja, bitte. Was darf rein? Zwei Fahrräder ausleihen. Wieso denn das? Wieso? Ach so. Na denn. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei dieser wunderschönen Abi.
Tatar. Blühtatar. Bremsmandel. Sieht doch okay aus. Jetzt geht's ja los. Boah, Stase Schrotte. Wieso geht denn das abzuheben? Hm? Sollte doch eigentlich fest sein. Wie auch immer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So, schon aufgedreht. 1, 2, 3, 4, 5. Tata! Corpus Delicti. Also, da nichts mehr drin. Wie man sieht, hier unten, alle Kugeln sammeln sich bitte an einem Punkt, hat die Erzieherin gesagt, und schon waren sie alle hier auf der Seite. Das sieht sehr gut aus. Für eine Aufnahme ist die Kamera nicht geeignet. Ich weiß, aber seht das jetzt? So sollte es nicht aussehen. Die Achse schön eingeschliffen hier, weil ja einfach weiter hier vorne ist. So, ich meine, ich werde trotzdem richten versuchen, also sprich ein neues Kugellager reinsetzen und das hier alles wieder zusammenrunden und dann mal schauen, wie es läuft und wie lange es läuft. Ansonsten kommt es halt neu. Das ist auch kein Problem. So. Völlig platt gedrückte Murmeln. Naja. Schauen wir mal. Naja, ich glaube, nein, ich baue es nicht mehr zusammen. Nee, ich werde die guten Stücke noch als Ersatzteile verwenden, aber da ist schon viel zu lange mitgefahren worden. Das kann ich keinem anderen Kugelring mehr zumuten, das ist ja sofort wieder kaputt. Ja, das war's. Neues Hinterradmuster drin. Ganz einfach. Musste eigentlich nicht, eigentlich könnte man auch die Achse selbst kaufen. Nochmal ein neu. Dann den Kugelring und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also wie gesagt, müsste man tatsächlich dann doch nicht, aber das geht nicht mehr. Velostil-Achsen-Ersatzteil. Ich sehe nicht, wo ich so weit bekomme. Kostet auch viel zu wenig. So, wieder zusammengebaut. Ohne Achse. Und jetzt warten wir mal auf die Achse. Einmal bitte neu. So, jetzt kann es nicht mehr auseinanderfallen. Und es fehlt ja wirklich nur eine Achse. Ja, bitte mal. Arbeiten. Ich habe heute einen Brief bekommen, den Befund vom Krankenhaus. Wahnsinn. Nach all den Jahren. Dann brauche ich zwei Mietverträge. Ich renne jetzt ganz schnell mal kurz alleine zum Coffeeshop. Ja, wo willst du denn hin? Kannst du weg. Abonnententreffen, sagt er. Also wieder ein YouTube-Abonnent. Wo ist die Telefonnummer? Hier ist die Telefonnummer. Wo ist mein Kontakt? Sachfahndung. Der ist der Oberknaller. 320 Euro dann im Sand gesetzt oder was? Ja, die würdest du dann wahrscheinlich nicht wiederbekommen. Willst du das oder willst du das nicht? Mal nachfahren kann man. Musstest du, weil ich meine, wenn du ich da... Ich will ja auch sicher durch die Gegend fahren, also ohne schlechte Gewissen. Wenn du da mal hier drin steckst oder so, ey, und dann ist das gezogen. Gut, ich hab ja seine Handynummer, ich weiß, wo er wohnt, sein Ausweis, alle Ausweisnummer. T510, mal gucken. Guck mal bei dem Dienst, heute ist nur Samstag. Da ist keiner da, oder? Hallo, der Tommy hier aus der Bürgner Straße vom Fahrrad. Sag mal, ich habe hier ein Fahrrad, ein Kollege von mir hat ein Fahrrad gekauft, das ist in Blau, unterverchromter Rahmen, Camper-Ausstattung auf Single-Speed aufgebaut, mit so einem Muster in der Art, so ein komisches Dekor drauf.
Unten drunter steht nur als Rahmennummer. Vielleicht habt ihr dazu was an Erfahrung, ungefähr 5 cm Rahmenhöhe. Wenn du was weißt oder was hörst oder nicht, dann sag doch mal Bescheid. Ja, bis dann. Ciao, ciao. War jetzt vom Preis her ist es schon okay. Na, er wollte 350. Er hat gesagt, er hat einen Stahlraum, so wie die Jugend, du bist 320. Aber guck doch mal, guck doch mal, die sind viel mehr wert im Intern. Gehen wir 350 los. Hat der nicht ganz Unrecht. Deswegen sage ich ja, das ist wirklich okay. Also da hast du, da ist jetzt nicht so, dass einer sagt, eben so wie mit dem Stevens, irgendwie, gibt's ja alles. Ich hab ja kein Handy, fällt mir ein. Ist ja nicht so, dass der irgendwie einer sagt, wie mit dem Stevens ein 5-Hälchen. Kann ich hier irgendwo einen Kaffee holen oder so? Ja, hier vorne auf der Ecke, bei dem Bäcker, bei dem Merd. Soll ich ihn ausheben oder? Ja. Soll ich ihn ausheben? Ich weiß nicht, wenn du willst. Ja, klar. Wie kriegst du denn den Kaffee mit Milch auf jeden Fall? Das sieht man ja immer. Mit viel Milch. Mit viel Milch. Also ja, Milchkaffee halt quasi. Im Grunde genommen Milchkaffee und ein Stück Zucker ist da drin. Ja. Gut, ich warte. Gucken wir mal, Rahmennummer beim. Wo ist denn die eigentlich? Ich meine, ich bin da wirklich gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß das gar nicht so genau. Findet man nicht. Gibt es nicht. Namenschaltung oder Kettenschaltung? 21er Shimano-Schaltung. 21, also altes System. Das haben die, ich 21, Jahre also 7-fach. Eine 7-fach Kette. Also 7, ja genau. Also 7 Dinger sind 25 Euro. Wie viel? 25 Euro. Habe ich Meter. Gut. Ja. Muss, ja, kann ich herbringen, wa? Ja. Machst du ja dann gleich, ne? Nee, wahrscheinlich müsste ich schon da lassen. Da ist am gleichen Tag eigentlich erledigt. Ja. Also wenn ich dir morgens bringe, kann ich abends um 17 Uhr wiederkommen. Bei der Kette schon. Sollte funktionieren. Aber bedenke, eine neue Kette passt nicht auf jeden Antrieb. Nee, deswegen bringe ich es ja mit. Weil wenn der Antrieb zu alt ist, dann musst du den auch tauschen. Genau. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Fensterrolle. Guck mal aus dem Fenster. Immer lustig. Manchmal brauchst du einen Übersetzer bei ihm. Ja, Universal-Translator. Ja, also da musste ich echt auf ihn einschießen. Ich verstehe den manchmal auch nicht. Also ich habe den schon ganz gut drin. Aber manchmal ist ja auch, ich sage, ey Wolfgang, mach langsam. Das versteht kein Mensch. Ist das jetzt ernst oder nicht? Also ernst war das nicht. Und wer richtig fetzt hier? Dennis hier. Wenn ich den immer sehe, da ist er Dennis, ne? Ja, ja. Sind schon ein paar Gestalten. In dem Video, da war der, glaube ich, irgendwo beim Döner gewesen. Ja. Da hat der, glaube ich, Knoblauchzähne gegessen. Ich dachte, das ist ein Bonbon oder irgendwas. Aber glaube, das war ein Knoblauchzähne, die er gegessen hat. Ja. Alter, was? Dennis ist der Gewürzvernichter. Ich dachte, guck mal. Das ist ja mal eins unserer ersten Videos. Ich weiß gar nicht, ob das damit drauf ist, so wie er ist. Oder und von dem Kiezsenf die ersten Folgen. Dann ist Dennis eben die Suppe da und haut sich da den Scheiß rein. Da alle gibt Gewürze ohne Ende, Chili und das macht ihm nichts, der kriegt noch eine Schmerz. Wie war schön mal das live gesehen zu haben. Ja, weiß ja nicht. Ich meine, wie gesagt, verbessern kann man sowas nicht. Das ist einfach so wie das tatsächlich hier. Das Leben ist wie das. Das ist mal langweilig, das ist mal. Passiert total viel. Manchmal denke ich mal, Scheiße, das musst du jetzt wegschmeißen, weil. Wird sonst zu lang auch alles, weil dann kommen so viele Sachen auf einmal. Also eine halbe Stunde, das ist schon eine schöne Länge. So, ja, klar, aber manchmal kannst du das nicht. Ich habe jetzt, gestern hatte ich ein Gespräch ja noch, hast du ja gesehen, mit Wolfgang. Ja. Ich sag, erzähl mal, schlag aus deiner Jugend, so, und dann habe ich dir recht abgekürzt. Das kommt zum Beispiel dann morgen ruhig an. Extra. Als. Wolle erzählt, heißt es denn? Show, also. Mensch, er war ja lange da jetzt. 13 Uhr 20. Das ist total kaputt, das Hinterrad hier. Speiche. Die müssen wir erstmal rausnehmen hier.
fantastisch aufregende Reparatur in Form eines Schlauchwechsels. Noch nie da gewesen, noch nie gezeigt. Jetzt Premiere. Ach nee, das hat es total. Einfach hin und dann ist ein bisschen stabiler, obwohl es in die falsche Richtung geht. Wir gucken mal. Okay, läuft, aber das ist eigentlich nicht fahrbar. Also das ist Quatsch. Viel zu straff, völlig überspannt, das Ding ist kaputt gegangen, hat jemand hingetreten. Die Schaltung funktioniert ohne an dem Rad. Ist der Hebel dort ab durch Positron, ist ja eh Schrott. Alte Trennrad, Hinterrad. An seiner Stelle würde ich einen Single Speed rausbauen aus dem Ding wirklich, weil das ist so runter. Einfach das Hinterrad drin. Fertig. Schön klein, das Rad hier. Aber fährt. Heute ist ja mau hier mit Reparaturen, ne? Ist ja gar nichts. Viele Leute. Moin. Ja, was brauchst du denn? Mein Freund. Achso, der ist verschüttet hier und der ist hinten um eine Ecke. So, also mir geht's nicht so gut gerade. Ganz schön schwach heute auf der Brust. Erkältung. Vielleicht werde ich auch morgen den ganzen Tag ins Bett. Auch real. Alles, ihre Zeichnung ist ja fertig. Die Pumpanleitung. Gucken, wie lange das dauert. Kommt was. Wird schon abgeholt. Toll. Hi. Na. Joho, ab nach Hause. Mach's gut. Ja, bis dann. Läuft man sich nochmal über den Flohmarkt morgen im Weg? Nee, ich glaube da nicht. Nicht? Nee, das ist das, ne? Nee, morgen nicht. Morgen muss ich die Kaffeemaschine kochen. Ja, schönen Feierabend, ne? Alte Güte. Bis morgen. Dann machen wir mal die Türe zu hier.